Nein, muss man ein wenig zurückdrehen. Okay. Gott sei Dank, das war's. Jetzt schauen wir mal, wie sie läuft. Wunderbar. Sie läuft leicht. Die Rücklaufsperre klickt. Auch der Freilauf geht. Die Rolle läuft natürlich nicht so leicht wie eine ganz moderne kugelgelagerte Rolle, aber alles gut, alles prima. Und auch die Bremse. Wie gesagt, die Bremsscheiben sind jetzt nicht mehr das Optimalste, aber die Bremse greift. Wenn man die Bremse locker macht, die Spule festhält, dann kann man die Kurbel mit gleichmäßigem Widerstand drehen. Wenn man die Bremse zudreht, ja, dann haben wir auch die Bremskraft. Prima! Ich freue mich, dass es so gut gegangen ist, trotz einiger Längen in diesem Video oder trotz einiger Sicherheiten. Insgesamt ist das eine gelungene Operation gewesen. Ich danke fürs Zusehen. Im nächsten Video geht es, glaube ich, wieder um was Moderneres. Wer sowas mal findet, auf dem Flohmarkt, Ocean City, Geheimtipp, auf jeden Fall kaufen. Wunderschöne, qualitativ hochwertige Rollen. Und wie gesagt, das ist eigentlich der Vorgänger der bekannten Pen-Rollen. Und leider haben sie dann irgendwann den Konkurrenzkampf verloren. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Ciao.